So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Triple X Medias. Heute geht es mal wieder um die Magic Extreme Web Designer 5, ja. Und zwar hat mich der gute Patrick von Full HD Wallpaper gefragt, Link ist natürlich in der Beschreibung. Er hat geschrieben, ich habe ein Problem mit Magic Extreme Web Designer 5. Und zwar habe ich ein Bild, wo 12 Buttons, in Klammern Home, Forum etc. drauf sind. Aber wie kann ich jeden Button verlinken, ohne alles auszuschneiden mit Photoshop? Ja, dazu gibt es eine Möglichkeit, aber ich muss dazu sagen, ich unterstütze diese Möglichkeit nicht. Also ich finde es besser, wenn man jedes Einzelteil selber hat und das dann so zusammensetzt. Also wenn man einen Button hat und die drauf nimmt. Und ich bin eh lieber der Freund, dass man das Basic oder die Designs vom Magic Extreme Web Designer nimmt, weil ich die eigentlich auch besser finde. Ja, das ist jetzt mein altes Design. Da ich das Ganze so gemacht und es ist hat ein paar Nachteile. Naja, ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal. Ihr seht ja, das Ganze ist ein Bild. Das habe ich auch mit Photoshop gemacht. Und ja, um jetzt zum Beispiel hier auf den YouTube-Button eine Verlinkung aufzuführen, dass so, also dass man, wenn man darauf klickt, auf meine YouTube-Seite kommt, muss man einfach zum Beispiel das Rechteck-Werkzeug nehmen und zieht so ein, wie so ein bisschen ran, so, und zieht so ein Viereck so rum. Und dann hat man ein schwarzes Kästchen. Ja, das machen wir erstmal einen Rechtsklick und gehen auf Web-Einstellungen und können hier bei Link auf Adresse oder auf Link auf Anker, Link auf Seite, das kommt drauf an, auf was du verlinken willst, ja. Und ich nehme jetzt einfach mal Link auf Internetadresse und dann gehe jetzt einfach mal in http://youtube, oh, was schreibe ich hier? youtube.de/triplexmedias, ja. Und dann könnt ihr auch noch hier einstellen bei Link öffnen. Da könnt ihr auch noch einstellen, wie das Ganze geöffnet werden soll. Zum Beispiel gleiche Frame, übergeordnete Frame. Ich nehme jetzt einfach mal ein neues Fenster. Gehen auf OK. Ja, jetzt hätten wir so einen schwarzen Balken darüber und das wollen wir nicht. Dazu gehen wir jetzt einfach mit der rechten Maustaste. Also wir drücken die rechte Maustaste und gehen auf Farbeditor. Gehen dann hier rauf. Das bedeutet, dass es transparent wird. Jetzt haben wir hier die Linienfarbe transparent gemacht und wir wollen natürlich auch den Inhalt transparent machen und dazu gehen wir auf lokale Füllfarbe und gehen hier auch auf das Transparenzzeichen. Und da sehen wir, das Ganze ist sichtbar. Und ja, und das war es eigentlich auch schon. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Datei gehen und dann auf Website-Vorschau, dann sehen wir hier, wenn ich jetzt hier auf den Button drauf gehe, komme ich auf meine YouTube-Seite. Ja, und dann sehen wir, wir sind schon hier auf meiner YouTube-Seite, also können einfach Triple X Medias, also das funktioniert alles, ja. Und ja, Nachteile sind, dass man das Ganze nicht mehr so gut verschieben kann und es ist auch nicht mehr so sichtbar, weil ich klicke jetzt einfach mal mit dem Maus hier irgendwo hin. Und wenn wir jetzt drauf gehen, dann verschieben wir das ganze Design und nicht das, was wir eigentlich haben wollen und das ist nicht so toll. Also da muss man echt schon eine Weile lang suchen, bis man das Richtige findet. Also ich habe da echt Probleme mit und ich finde es besser, wenn man alles einzeln macht. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ansonsten abonnieren, empfehlen, kommentieren und bewerten. Freut euch auf neue Videos und ja, haut rein.